Erstmal mega entspannter Track. Geil, vielen Dank. Dankeschön, Mann. Habt ihr euch wohlgefühlt? Ja, voll. Jetzt weiß man mal gar nicht, wie zuerst ding, wie die Daltons. Eigentlich seid ihr wie die Daltons. Stimmt. Ich bin Lucky Luke, Baby. Ich zieh schneller als mein Schatten. Okay, nee, Spaß beiseite. Warum warst du eben nicht auf der Bühne? Man kann nicht immer alle vier, war am Start. Genau, weil bei dem Track bin ich ja gar nicht drauf. Also nicht, ich bin in den Backing-Vocals drauf, aber nicht rappend. Und dann habe ich gedacht, ich lasse unsere prima Ballerinas, die sich wunderschön bewegen können, ja, lieber sozusagen glänzen, anstatt es durch meine Baumigkeit zu einem Wald zu machen. Cool. Alle vier auch Solo-Artisten. Wie lange schon unterwegs als Orsons? So knappe 10 Jahre, oder? Ungefähr. Da haben wir uns erstes Ding rausgebracht und das war damals so ein 4-Tage-Suff. Wir haben uns im Studio eingeschlossen, einfach so, wir wollten es gar nicht releasen, weißt du? Es war immer nur als Spaß gedacht. Wir dachten nie, dass da eine Band rauskommt. Jetzt ist 10 Jahre später, ja, 5. Album. Fuck, irgendwas, Alter, haben wir falsch gemacht, aber immer eigentlich waren es nur 4 Tage und wir dachten, okay, releasen wir eh nicht. 10 Minuten Party raus aus Klum. Mikrodosis Party, Mikro so. Ich war. 10 Minuten Party raus aus Klum. Mikrodosis Party, Mikro so. Jetzt, um nicht durcheinander zu kommen, wann konnte man es erstmal von dir hören? Das erste Mal bei auf dem Savage Tape, John Bello und so, ja, man. Savage, mein großer Bruder, ja, erstmal Props an Savage. Mein Sensei. This is Optik Scientology, wir ficken deinen Kopf. Optik Scientology, I got the run with my Tom Cruise, mein God, es ist wirklich einfach. Plastik hat bis deine Schädeldecke abfällt und du kriegst den. Dein Anfang. Wo warst du zum ersten Mal zu hören? Aus dem Riesenstart mit Savage oder eher kleiner angefangen? Ja, kleiner und wirklich dann so mit Mac ist dann so die ersten Dinger direkt gemacht. Mac ist und Plan B hießen wir damals und dann haben wir echt so, wurden dann plötzlich so immer bekannter. Hab ich auch auf dem Schirm. Ja, Mac ist und Plan B. Siehst du dann, die Synapsen langsam erinnern mich. Sie haben keine Identität. Jeder von uns ist ein Niemand, okay. Wir sind White Trash. Folgt uns auf. Für euch sind wir normal, wir sind stolz darauf. Tour, ich weiß, du warst Solo-Artist. Ich war bei Steiger. Ich hab bei 2000, Markus Steiger. Markus Steiger, unser gemeinsamer Freund. Ja. Den habe ich 2003 oder 2004 eine E-Mail geschickt. Oh. Mit einem Track, wo ich Double Time drauf gerappt habe. Und er hat gesagt, ey, ich habe hier so Typen, die sind auch aus dem Süden. Die nennen sich Sharp Life. Du solltest mal was mit denen machen. Und die haben nämlich auch Double Time gerappt. Und dann haben wir uns connected und dann habe ich 2005 eine Platte rausgebracht auf Royal Bunker. Und dein Lächeln lacht mich aus, jetzt wo du gehst. Und dein Lächeln lacht mich aus, jetzt wo du gehst. Steiger und ich haben oft ganz verschiedene Ansichtspunkte, aber trotzdem, da sieht man, wie schön unsere Kultur ist. Wir genießen da immer den Austausch und erzählen uns nur von unseren anderen Meinungen. So, es ist unser Feind, ist unser bester Freund. Ja. Ne? Sleeping with the enemy. Habt ihr miteinander geschlafen dann auch? Ja. Mackes, wie hast du angefangen? Auch so ähnlich wie Bartek. Also mit Mackes und Plan B Sachen. Ich habe auch Freestylen angefangen, viele Battles gemacht. Es gibt was Schöneres. Es ist Mackes und der Rap jetzt. Du bist nix, warst es nie und wirst es nie sein. Denn der einzige Menage à trois, den du kriegst, hattest und der als realistisch erscheint, ist der mit deinen Eltern daheim. Ich zahl deiner Frau nicht mal 2 Euro und sie legt dich um. Dreht sich um. Und lässt mich einiges ausprobieren. Ich bleib so lange in ihr drin, bis ihr Vater schreibt: Raus mit dir! Nee, das ich nicht. Er und K1 waren mal geteilter deutscher Meister im Freestyle, stimmt's? Das war keine Meisterschaft, aber ja. So viel gebettelt. Ja, du hast gegen K1 gebettelt. Ja. Weil ich kenn ja, wie er von seinen Studioarbeiten ist, wie ist er als Freestyler, so ein starker Freestyler? Er war früher, hieß er noch Little K und war ein guter Freestyler. Ja, war krass, Alter. Ist es nicht immer voll wahnsinnig schwer? Ich kenne das von Bassbox-Zeiten und so, wenn man alle unter Dach und Fach bringen will, da geht doch immer das Riesenchaos auch immer, wa? Könnt ihr das bestätigen ein bisschen? Das ist immer dickes Chaos. Unbedingt, unbedingt. Ja? Ich erinnere mich an eine vor einem Monat stattfindende Diskussion um ein bestimmtes Lied, ob es aufs Album kommt, in welcher Version es aufs Album kommt. Und dann hat Kars einfach angefangen, die Nase zu bluten. Einfach, wir haben nur diskutiert, aber er war so krass im Thema und ihm war das so wichtig, Ding, und dann hat einfach so Nasenbluten bekommen. Also solche Sachen passieren so. Wir können ganz krass miteinander sein, wir können aber auch sehr, also am Ende ist dann alles geil. Wir sind die Ort, wir sind ein Moment, könntest du vielleicht helfen, kurz? Irgendwas ist falsch eingestellt und alle sind hier Stars. Komm, wir schauen uns das mal an. Eine random group of people having non-specific fun. Hey!
Habt ihr immer so ein Rezept, immer so erst den Beat picken, Thema oder einer gibt was vor? Gibt es da irgendwie so ein Muster oder ist es immer Chaos Bassbox mäßig? Es gibt verschiedene Muster eigentlich. Und was wir immer machen, ist permanent Solo-Skizzen, weißt du? Also jeder von uns hat irgendwie, weil wir wohnen ja auch nicht in der gleichen Stadt, wir zwei wohnen in Berlin, die zwei Jungs noch in Stuttgart so. Und jeder macht permanent Skizzen und wir schicken die uns rum und sagen, hey, ist das was für uns? Wie findet ihr das? Scheiße, okay, schade. Und wir haben, für dieses Album waren wir halt reisen, das erste Mal. Also wir haben gesagt, hat ihr reisen, ja? Digga, richtig. Und das war das Schönste. Und wir wollten kein Album machen am Anfang, dann haben wir eine Reise gemacht und haben gesagt, okay, komm. Wir sagen der Plattenfirma, wir machen ein Album, die zahlen nochmal eine Reise. Dann sagen wir nochmal, jetzt ist das Album fast fertig. Rauszögern. Genau. Und dann ist ein Album fertig geworden, tatsächlich. Leider, Bass-Crew schafft es nicht so gut wie die Orsons. Bass-Crew-Album ist seit 98 angekündigt, kein Witz. Und ja, wir warten immer noch drauf. Ich sag den Arzt immer, wartet mehr auf den Weltfrieden, weil dass ich clean bin, bevor ihr aufs Bass-Crew-Album wartet, ja. Wisst ihr noch, wie ihr zum ersten Mal mit Rap infiziert wurdet? So das erste Rap-Lied, das so bei dir im Ohr hängen geblieben ist? Ich weiß es sofort. Okay, meld dich. Ich mal früher in der Schule. And if I ruled the world von Nas. Hattest du einen schönen Stahl? If I ruled. Yeah. Imagine that. Geil, gut. Weiß ich auch genau die Zeit. Es ist gefühlt, wann war es? 93, 94? If I rule the world? Ja. 96 war es. Oh, ja, gefährliches Halbwissen, cool. Aber schon, ja. Genau, bist du eher angehaucht? Also, ich bin ja so, ich höre South, Ghetto Boys, ich höre New Yorker, Porno Jäger, ich höre West Coast, IC, ich bin da mal voll vielfältig. Bist du auf irgendeine Küste festgefahren oder so ein bisschen mehr auf irgendeine Richtung oder allgemein? Ich bin schon hängen geblieben auf Tupac so ein bisschen. Du bist also das, hier ist ja einer mit einem Sorglife-Tattoo. Ja, Prince really never knew a mom's and a dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. Also ich hätte jetzt echt gar anhand deines Outfits, hätte ich gar nicht so viel Parallelen, aber jetzt sehen wir ja wieder selber Typ. Cover sind nix, man muss das ganze Buch lesen. Meckes. Bei mir war es Dr. Dre's The Chronic. No one can do it better like this, that and this and it's like that and like this and like that and it's like this and we ain't got no love for those. So just chill. Na, ich hab mal Schule geschwänzt, bin dann zu WOM gegangen, hab mir alles angehört. Ich und auch, alle Alter. Zwei Monate konnte ich mir was kaufen. Die Chronic hatte, glaube ich, mein Cousin. Und das war so geil. Und dann, die wurde aber ganz schnell zurückgenommen, weil da war der Eazy-E das drauf. Und der hatte ja irgendwie noch Tantiem. Und da war wieder Musikindustrie, die ganze Beef. Aber ein ganz starkes Album. Es ist Album, mega ja, krass. Sehr, sehr allein die Samples, es funktioniert mit den Samples. Cool. Gesang, Nate Dogg in den Hooks. Und hab ich alles. Ich habe nichts verstanden, aber der Vibe hat mich voll sehr geil. Voll geil, ja. Tour. Ich finde es witzig, dass du das gesagt hast. Ich immer auch das Mic noch anhalten. Ich bin hier vor auf TV Straßenseite. Okay. Ich habe das auch immer gemacht mit diesem Schule schwänzen und Musik hören. Das war einfach das Geilste, Alter. Sollten wir vielleicht nicht so breit treten, um die jungen Zuschauer zu das war das Schlechteste. Geht zur Schule. Mein erstes Ding war All Eyes on Me von Pac, aber das Album. Das war eine Doppel-CD. Ja. 96, glaube ich. Und, ey, ich habe das so geliebt, Alter. Ich liebe immer noch diese Doppelalbum, ne? Doppelalbum, zwei CDs. Chibo Feature, Trading War Stories. Genau, und mit, boah, Trading War Stories. Chibo. Wunschfeatures. Haben die Orsons ein Wunschfeature noch? Deutsches oder Englisches? Was du willst. Alles auf meinen Nacken. Auf deinen Nacken. Ich sag, außer Tupac, tut mir leid. Biggie, Alter. Ja. Ihr macht mir das Leben einfach. Das Beste war einmal ein Interview mit Taklos. Taklos sagte davor, Boogie, tust du mir gefallen? Ich sagst du, ja klar, Killer, stell mir bitte keine Fragen. Beste Voraussetzung, ja, Mann. Ey, kommen wir zu anderen Sachen. Ich habe in einem Film mitgespielt namens Skyline. Sehr coole Serie. Ich habe mich selber gespielt. Azad ist dabei und viele andere noch. Und jetzt ziehen wir uns mal den Trailer rein. Baby, baby.